wie du deine Lebenserfahrungen für dich stärkend nutzen kannst. Darum geht es heute in diesem Video. Hallo, ich bin Jürgen Zwickel hier mit einem neuen Best State Impuls. Und in diesem heutigen Best State Impuls geht es darum, wie du deine Erfahrungen in deinem Leben stärkend für dich nutzen kannst. Jeder von uns, du und auch ich, haben sicherlich in den verschiedensten Lebensbereichen bisher schon unzählige Erfahrungen gemacht. Und manche Erfahrungen führen dazu, dass sie uns bestärken, bestimmte Wege weiterzugehen. Und manche Erfahrungen führen auch dazu, dass sie uns meistens auf einer unbewussten Ebene zukünftig auch zurückhalten. Dazu zwei, drei Beispiele. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du hast in einem bestimmten Bereich Geld angelegt, vielleicht in bestimmte Aktien, vielleicht in bestimmte Fonds. Und diese Aktien und diese Fonds haben sich nicht so entwickelt, wie du es gerne gehabt hättest. Und am Ende hast du entsprechend einen Verlust eingefahren. Und für viele Menschen ist dann das eine Erfahrung, die sie einmal gemacht haben. Und diese Erfahrung nehmen sie dann mit und sagen, zukünftig investiere ich in diese Bereiche überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die sie, wenn diese Erfahrung so interpretiert wird, nicht unbedingt förderlich ist auf dem weiteren Weg einer intelligenten Geldanlage. Zweites Beispiel. Vielleicht hattest du auch schon mal bestimmte Gespräche in Vorstellungsrunden oder mit deinem Chef oder als Führungskraft, wo es darum ging, dich auch ein Stück weit selbst zu präsentieren. Damit du diese Stelle bekommst, eventuell auch, damit du einfach auch eine Höhergruppierung bekommst, mehr Lohn, mehr Gehalt bekommst. Und vielleicht sind diese Gespräche für dich auch nicht unbedingt positiv verlaufen. Du hast vielleicht eine Absage bekommen. Und dann passiert es nicht selten, dass viele dann sagen, ich kann mich nicht so gut präsentieren oder ich kann nicht so gut verhandeln, weil aus dieser einen Situation sie diese Erfahrung mitnehmen und grundsätzlich dadurch Rückschlüsse auf ihr zukünftiges Leben ziehen. Und das waren jetzt zwei Beispiele aus zwei unterschiedlichen Bereichen, die uns allen natürlich auch einmal so passieren können. Aber das Entscheidende ist nicht diese Erfahrung, die wir in dieser Situation haben, sondern, und jetzt ist ganz, ganz wichtig, diese Aussage, es ist die Bedeutung, die wir dieser Erfahrung geben. Hast du zum Beispiel Geld angelegt und mit dieser Anlage Geld verloren, dann kannst du jetzt sagen, da lege ich nie mehr Geld an. Das nimmt dir aber auch viele Chancen und Möglichkeiten für die Zukunft. Oder du sagst, interessant, welche Erfahrung ich dadurch gesammelt habe. Für die Zukunft werde ich noch bewusster gucken, in welche Art wird investiert, in welcher Form wird investiert. Aber ich bin nach wie vor auch wieder offen, auch in diese Richtung einer Aktienanlage, einer Fondsanlage Geld zu investieren. Dadurch gibst du dieser Situation, dieser Erfahrung eine andere Bedeutung und eröffnest dir gleichzeitig zukünftig auch wieder entsprechende Chancen und Möglichkeiten. Oder beim zweiten Beispiel, mit Absage einer Stelle, mit der Absage einer Höhergruppierung. Du könntest sagen, interessant, was in diesem Moment, in diesem Gespräch passiert ist. Ich reflektiere für mich nochmal ganz genau, was kann ich zukünftig in solchen Situationen verbessern, beziehungsweise auch bei mir verändern? Und was braucht es noch, um noch überzeugender und noch klarer in solchen Gesprächen auftreten zu können? Und dann, wenn du so rangehst, wird sich natürlich zukünftig diese gleiche Situation anders darstellen. Warum? Weil du dich entwickelt hast, weil du reflektiert hast und dir damit neue Chancen und Möglichkeiten eröffnet hast. Grundsätzlich ist es so, es ist nie die Erfahrung, sondern es ist meist die unbewusste Bedeutung, die wir dieser Erfahrung geben. Und gerade wenn du in Bereichen deines Lebens bestimmte Momente hast und erlebst, wo du blockiert bist, weil du denkst, du hast da in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht, dann gucke mal genauer hin und sei ehrlich zu dir, welche Bedeutung dieser Erfahrung du gibst aus der Vergangenheit und welche andere Bedeutung
diese Erfahrung für dich auch haben könnte und was das dann für deinen zukünftigen Weg bedeuten würde. Es ist, wie gesagt, nie die Erfahrung, es ist die Bedeutung, die wir dieser Erfahrung geben. Und wenn wir das für uns immer stärker sehen und auch verinnerlichen können, dann geben wir uns selbst immer wieder die Chance, bestimmte Möglichkeiten und Situationen uns auch zukünftig offen zu halten und vor allen Dingen stärkend aus solchen Situationen herausgehen zu können und vor allen Dingen selbst als Persönlichkeit auch dadurch wachsen zu dürfen. Und ich wünsche dir, dass du bestimmte Erfahrungen durch diesen Impuls, durch diese Inspiration für dich eventuell nochmal anders bewerten kannst, diesen Erfahrungen eine andere Bedeutung geben kannst und somit du wieder neue Möglichkeiten und neue Chancen für dein Leben zukünftig dadurch erhalten kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir sehr gerne einen Daumen nach oben, leite es auch gerne weiter und hinterlasse auch gerne einen Kommentar, wie du dieses Thema für dich siehst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viele stärkende Erfahrungen, beziehungsweise dass du für dich eine stärkende Bedeutung aus diesen Erfahrungen für dich mitnehmen und umsetzen kannst und du dadurch besondere Erlebnisse und auch Ergebnisse in deinem Leben erhältst. Und mache dir immer bewusst bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist und gestalte, was du erleben willst. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.